Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin jetzt wieder zurück zum Utadosh reingeflogen, denn den machen wir noch eben. Wenn wir ihn schon im letzten Part aktiviert haben, können wir das auch eben nutzen und den Schrein machen. Durch den Aufwand, den wir dafür betreiben mussten, rechne ich damit, dass dies ein Belohnungsschrein ist und deswegen machen wir das eben. Sollte nicht allzu lange dauern. Und es ist kein Belohnungsschrein. Jäger des Winds. Uiuiui, es wird doch ein Aufgabenschrein. Krass, dafür mussten wir eigentlich doch voll die krasse Quest machen und so. Eigentlich ungewöhnlich. Egal, gucken wir mal. Okay. Wir klettern einfach ein paar Meter hoch. Na gut. Dauert überhaupt nicht lange. Zum Glück kann man auf Leitern die Ausdauer verbrauchen. Für einen Schalter. Wow. Was passiert jetzt? Ist das das Masterschwert? Nee, das ist das Königsschwert, ne? Nee, das will ich nicht benutzen. Wie mies! Wie mies! Krass. Okay. Ich muss irgendwie damit gerechnet, dass ich nach oben geschleudert werde, aber runter? Okay. Okay. Oh boy. Das war geil gemacht. Eine Waffe? Ah, nee, Schlüssel, okay. Dann können wir jetzt zurück. Okay, man muss ja echt aufpassen. Da komme ich wieder zur Tür, aber was ist hier? Aha. Alter Vater. Okay, verkackt. Wir werden verbrennen, elendig. Oh, das ist grausam. Das ist grausam. Oh, wir dampfen noch. Kann ich denn hier einfach springen? Okay, einfach sofort wieder zumachen. Feuerschwert. Will ich das mitnehmen? Ich schmeiß mal einen Krogfächer weg. Tschüss, Krogfächer. Einfach so eine Wasserphysik. So, und jetzt wieder zurück. Das wird ein Spaß. Und zack. Ich habe Angst, dass ich nicht irgendwie hoch genug, so weit oben genug bleibe. So. Aber es ist hier halt echt so gemacht mit dem Wind, dass man nicht absteigt. Okay, wir haben es geschafft. War jetzt nicht überaus schwer, aber hat mich schon überrascht, dass das ein krasser Schrein nochmal war. Hätte ich jetzt echt nicht gerechnet mit, weil wir halt vorher die Quest noch machen mussten mit den Knusperlachs und dann noch die Steine in der richtigen Reihenfolge machen und so. Eigentlich ist das ein Schrein, wo es dann immer heißt, hier, hol dir deine Belohnung ab, hast gut gemacht. Aber nein. Da ändert das Spiel einfach mal die Regel. Ich würde schon sagen, dass das viel Aufwand war jetzt. Jetzt stellt sich ja noch die Frage, wie der eine Schrein aufgeht, wo dieser Schatten von dem oder der Sonnenstrahl von dem Herz drauf scheinen muss, damit der angeht. Muss ich ein Moblin-Herz drauflegen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den gelöst. So, was wir jetzt machen ist, glaube ich, wir gehen mal zu Robelo. Erstmal haben wir bei Robelo noch einen Schrein, den machen wir eben. Wir haben sogar zwei Schreine, aber den einen mache ich da eben. Und, dann gehen wir zu Robelo, der, ich habe es schon gesehen, da ist eine blaue Feuerquelle, wo wir wieder die Flammen anzünden werden müssen. Und der Weg dahin ist viel weiter als in Ateno. Das wird auch ein Riesenspaß. Freude pur wird das. Freude pur. Und wir müssen ja auch wieder hochkommen. Da oben wartet ja auch noch ein Wächter auf uns. Vielleicht können wir da mal testen, wie das mit dem Schild funktioniert. Wir speichern vorher, testen das mit dem Schild, ob wir das zurückreflektieren können. Und dann
mal daran erfreuen, wie es aussieht, einen Wächter zu zerstören. Einen Wächter habe ich tatsächlich schon zerstört. Ich habe euch das, glaube ich, nie erzählt, ne? Den habe ich verbuggt. Tatsächlich. Kartosas Apparatur. Ah, okay. Ich habe mich einfach hinter den gestellt, der konnte mich nicht sehen und dann habe ich ihn die ganze Zeit mit Sachen kaputt gehauen. Okay, Moment. Kommt auch ein neuer? Hallo? Ah, doch, okay. Okay, wenn der so liegt, ist nicht gut. Das ist halt echt nicht einfach, ne? Alter, und da muss man denn noch richtig... Ja, gut. Das ist so umgekehrt. Ich komme da nicht dran. Das ist so schwer. Ach Mann. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Oh, der war gut. Oh, sehr. Nein, nicht so weit. Nein. Ja. Gott sei Dank. Nein, hat das resettet, weil ich. Du bist so ein Scheiß. Er hat's resettet. Nein, das geht scheiße. Oh, das wird scheiße. Nein. Er fällt runter. Oder? Ja. Nicht zu viel Schwung. Das war sehr... Das war perfekt. Das war perfekt. Kann ich jetzt raus, ohne dass er mir eine neue Kugel gehen wirft? Das finde ich sehr gut. So. Muss noch was prüfen. Nein, okay. Oh. Scheint keine Kiste zu sein, was mich gerade ein bisschen... Dahinter geht's weiter, habt ihr gesehen? Ich kann jetzt hier den Schrein beenden, aber dahinter geht's weiter. Was ist das für eine Kiste? Ach du großer Gott. Okay, kann ich sich die drehen? Man kann die tatsächlich drehen. Oh, Baby. Ich bin Minigolf King. Call me Minigolf King. Das war jetzt echt crazy gut. Kann man nicht anders sagen. Eisgroßschwert. Leck mich am Arsch. Leck mich am... Was werfe ich denn jetzt weg? Ja, eins von denen hier. Den Hammer will ich tatsächlich behalten. Für Fälle des Erzabbauens. So. Tschüss, Schwert. War schön mit dir. Guck mal, wie gemein das ist. Die Kiste kriegst du nur, wenn du dann mal hinterguckst. Und dann auch noch mit so einer krass guten Waffe. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. So. Können wir uns bald schon Ausdauer holen. Ja, ich weiß nicht, ob Ausdauer nötig ist. Herzen habe ich jetzt erstmal genug. Ich habe ja auch nur 13 Herzen, weil ich wusste, dass ich das Masterschwert nur mit 13 Herzen ziehen kann. Sonst hätte ich vielleicht auch Ausdauer genommen. Weil ich kann ja Sachen kochen, die mir einfach mehr Herzen geben. Für kurze Zeit.
So, stimmt, hier war ein Stall. Aber ein Eisschwert. Total crazy. Königsschwert und diesen Wächterschild. Okay. Gehen wir hoch zu Ateno. Ach, Ateno. Oh. Akala-Institut. Gab's hier noch einen Leuen? Ich habe auch wieder einen Leuen getroffen. Offscreen, also als ich ihn nicht aufgenommen habe. Da fängt es nämlich schon an. Da sind Fackeln. Und ihr merkt, es regnet jetzt schon. Das ist schon wieder ein Top-Anfang. Ich frage mich, ob ich die auch mit Pfeilen anzünden kann. So, Schild haben wir. Okay. Wenn das nicht geht, habe ich ein Problem. Ich speichere mal. 18.3. In einem Monat habe ich Geburtstag, Leute. Ne? Leute, die das LP jetzt gucken, wissen Bescheid. So. Also wenn ihr das am... Ihr werdet das nicht am 18.3. sehen, aber... Ne? Ihr wisst Bescheid. Ist ja geil. Es geht nicht. Wie hoch ist denn bitte der Random-Faktor, dass es mal geht und mal nicht? Finde ich doof. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... LOL! Revalis Sturm ist bereit. Das one-hitted die? Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Ich hätte so viele Wächter zerstört. Oh mein Gott. Akala-Institut. So, Robelo. Für Tun und Hat. Ach, das ist Robelo. Oh. Hey du, was machst du hier? Hä? Hm? Bist du etwa Link? Ja. Oh, wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Ich zeig dir einfach das Masterschwert. Wenn du Link wärst... Ach so, will der, dass ich nackig bin? Ich hab doch keine Wunden. Genau, dein Körper trägt unzählige Narben. Ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verjährung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin ein Koryphäe der Wächterforschung, Direktor des Akala-Instituts. Dr. Robin. Wow. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie so um Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Ah, Pura hat ein Kind? Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Hm. Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verjährung gerade neu erstarkt? Ich weiß. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Erzähl schon. Gut. Die Shika-Forscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten gerne die immer wiederkehrende Verjährung ein für alle Mal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verheerung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verheerung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold. Du, Link, bist unsere Lebenszeiten zu unseren Lebenszeiten erwacht. Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns Shika zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung. Okay? Ganz genau.
Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung gerne ein Ende setzen. Entschuldige die lange Vorrede, eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Jerry, bist du... beziehungsweise der Sheikah-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ich muss wieder die blaue Flamme vom Flammenborn holen. Sherry. Ja, okay. Du bist Sherry. Okay. Kann denn niemand die blaue Flamme anzünden? Hi. Jerin. Morgen und... Hey. Katschika! Ist das... Ich wollte nur Pura von Hateno-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Ach, Quatsch. Du bist zu freundlich, Link. Und wie kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Jerin. Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der Antikenstudien, also konkret erforsche ich Schreine und so. Du musst einen Ort für mich untersuchen, und zwar das linke Auge des Totenkopf-Zeis. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopf-Zeis ist übrigens das höher gelegene, das rechte Auge liegt tiefer, das siehst du dann. Da war ich schon, aber ich war noch nicht im Schrein. Da. Da war ich tatsächlich. Gut. Kein Problem, haben wir das schon mal als Quiz. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal. Oh, shit. Habe ich irgendein Schwert, was weg kann? Ich packe jetzt erstmal den Krogfächer weg tatsächlich. Und ziehe mich jetzt wieder an. Mit Dingen. Wo ist denn mein Kletterhelmchen? Da und Hose. So. Die blaue Flamme anzünden. Ach, Leute. Mit allen Forschern das gleiche. Vor allem hier ist das halt nicht so in der Stadt. Hier ist das Kilometer weit weg. Das ist nämlich... wirklich Kilometer weit weg. Da hinten. Ich habe da eine sogar schon angezündet, weil ich die gesehen habe und dann habe ich eine Fackel angezündet. Das ist voll weit weg. Na gut. Guckt euch den Weg an. Da unten sind... Oh Gott. Bei meinem Glück fängt es wieder an zu regnen. Hi. Oh, Moblins habe ich noch nicht fotografiert. Alles klar. Achso, das zusätzliche Geld, was ich noch hatte, ist übrigens dafür draufgegangen, dass ich Bilder gekauft habe. Peaks, 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 Peaks. Aua, Peaks. So. Datenschwert, kein Problem. So, ach, da hinten sind noch mehr. Natürlich sind die auch noch überall Moblins. Natürlich. Halt die Fresse. Bin ich voll aggressiv bei den Tieren hier. So. Fackel raus. Wo ist die Fackel? Da. So. Immer das gleiche mit den jungen Leuten hier. Ach komm. Ist dein Ernst? Hallo Schweinchen, geh mal weg bitte. Ist überhaupt nicht auffällig, wenn hier so eine blaue Flamme durch den Wald stapft. Ich wünschte, ich könnte... Oh, hier. Ja, natürlich. Ach, scheiße. Ich muss mal ganz kurz hier die Fackel anzünden. Danke, und jetzt kann ich die nämlich wegstecken. Ich kann gegen euch kämpfen. Aua, ich bin da extra ausgewichen. Jetzt bitte, lass mich nicht vom Berg fallen.
Alter! Ach, er fackelt mich ab, ey. Ja, lass mich vom Berg fallen. Gut. Oh Gott. Ist der andere abgefuckt? Okay. Oh. Warum brennen die blau? Man soll mich nicht jucken. Ich habe mir den Checkpoint zum Glück angemacht. Wallfower. So, wo komme ich denn jetzt hier am besten runter? Das wird ein toller Marsch, Leute. Die Fackel kann ich mir nicht mal irgendwo reinstecken. In ein Glas oder so. Oh, der ist doch bestimmt aktiv. Oh, der ist so aktiv. Oh, der ist aktiv. Der ist so aktiv. Der ist so aktiv. Ach nö, haut ab. Wie, es fängt an zu regnen. Das sieht nämlich schon wieder nach Regen aus. Lass mich wenigstens die Checkpoints erreichen vorher. Ich will gar nicht jeden Checkpoint. Erstmal. Kann sich später auch noch drum kümmern. Hallo Moppelin. Hi. Was soll das? Lass mich in Ruhe. Diese Fackel. Ah. So muss ich bei Regen wenigstens nicht von vorne anfangen. Guck, hier ist doch alles voll mit Gegnern. Das Spiel, ey. Es hasst einen. Es hasst einen abgrundtief. Hi. Ich muss hier nur weiter. Stopp. Nicht mal stoppen. Hi. Moblin. Lass das. Hallo, Rentier. Werde ich den Moblin auch noch irgendwann los. Zum Glück habe ich den einen Wächter ausgeschaltet. Wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen, können wir es schaffen. Das sieht aber schlecht aus, scheiße. Das ist nicht dein Ernstspiel. Kann ich bitte Feuer und eine Laterne bekommen? Eine? Nein. Ach nö. Warum? Wieso hasst mich das Spiel so sehr? Aber wieso hasst es mich? Also, ich will jetzt die Fackel erwischen. Oh mein Gott. Es hasst mich so sehr, das Spiel. So, wir haben es geschafft. So. Teleporter an. Alles läuft wieder. Oh. Yep. Du, Link, hör mich an. Cherry ist wieder gesund. Das muss die Kraft der Liebe sein. Meine Liebe hat Cherry wieder zum Laufen gebracht. Die Feuerschale. Du hast sie angezündet? Danke. Hier eine Belohnung für dich. Als Dank, dass du Cherry wieder aktiviert hast. 3 antike Pfeile. Auf Grundlage des geheimen Wissens der Chica habe ich sie immer weiter verbessert. Und jetzt sind es Anti-Verheerungswaffen oder kurz AVW. Sieh mal, hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile. Meine Cherry kann nicht nur antike Pfeile erstellen, sondern auch allerlei antike Ausrüstung. Versuchte mal, sie mit antiken Materialien und Rubinen zu füttern. Rubine? Hoppla, hast du das gehört? Du musst verstehen, Link. Unser Forschungsbudget ist stark geschrumpft seit dieser dummen Sache mit der Zerstörung von Schloss Hyrule. Sieh es als deinen Betrag zur Wissenschaft. Lass uns nicht lange fackeln. Gemeinsam besiegen wir die Verheerung. Steht zu Diensten. Antike Pfeile. Antikes Schwert. Ja. Antiker Bogen. Antiker Helm. Antikabwehr. Ich brauche mehr Zahnräder. Antiker Riesenkern. Dafür brauche ich den zum Beispiel. Antiker Schild. 70. Das ist ja mega der kranke Scheiß.
Endgeil. Endgeil. Und da ich jetzt weiß, dass ich mit Urbosas Dings von den kranken Scheiß anstellen kann mit den Wächtern. Läuft. Ich mache ihnen den Schrein, den sie wollte. Und dann gucken wir mal in dieses Labyrinth rein. Das interessiert mich nämlich auch. Das interessiert mich nämlich tatsächlich auch sehr. Tatsächlich. Da frage ich mich, ob ich vorher vielleicht nicht mit dem Handy von der Map ein Bild machen soll, damit ich diesen Labyrinthweg auf dem Handy habe. Weil ich vermute, dass mir die Map vielleicht gesperrt wird im Labyrinth. Oder so eingestellt ist, dass ich nicht mehr sehe, wo ich hin muss. Hat sie nicht gesagt, das linke Auge? Ja gut, es ist das linke Auge, ne? Wenn man vom Skelett ausguckt. Egal, wir gehen jetzt erstmal rein. Ich soll mir ja den Schrein angucken, hat sie gesagt. Also das mit Robelo ist ein kranker Scheiß. Ich brauche Rubine. Das ist ein Dings. Okay. Es war eigentlich ziemlich einfach, hier drauf zu kommen. Mit Revalis Sprung. Noch ein Feuerschwert? Jetzt weiß ich ja nicht mehr, ne? Was ist hier da? Tut mir leid, dass ich den Schrein verunreinige. Aber es ist für die... für den Kampf. So. Es ist für den Kampf gegen Ganon. Oder Ganon, sagen sie auf Deutsch. So. Können wir uns nochmal Ausdauer gönnen jetzt. Oder ein Herz. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ausdauer. Mehr Ausdauer heißt länger fliegen können. Und länger fliegen können ist schon ziemlich wertvoll. Und dann will ich Wächter zerstören eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Um Zahnräder zu bekommen und so. Ich habe ja 3 Pfeile bekommen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu ihr. Wir haben hier mehr Ladescreener als sonst was, weil ich mich ständig rumteleportiere. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wir sehen den Screen gerade zu oft. Aber die Ladezeiten sind zum Glück nicht so lang. Elektroschleime. Yay. Hab ich auch schon getroffen. So. Was ich eben mal nachgucken möchte. Genau das. Okay, sehr gut. Tag! Und? Wie kann ich dir weiterhelfen? Hä? Ah, hat er abgehakt. Okay. Sagt sie aber nichts zu. Gut. Was ist denn jetzt? Was ist der Teleporter, der hier so Geräusche macht? Alter, der Haufen, der hier liegt, ist einfach zu krass. Da sind Feen. Das ist so eine Falle. Du Kackvieh. Einfach die Fee versaut. Wo habe ich denn vorhin... Da. Nee. Wo war denn der Wächter, den ich vorhin gesehen habe? Da hinten, ne? Bosas Zorn müsste bis dahin bereit sein. Da ist er. Der ist doch aktiv. Ansonsten testen wir mal die Pfeile. Ich hoffe, der ist aktiv. Ist nicht aktiv? Oh, Enttäuschung. Da will ich mal, dass die aktiv sind oder sowas.
Weißt du? Und der bei seinem Haus ist einfach aktiv. Der gefährlichste für ihn. Aber NP, Obelo, NP. Ich dachte halt echt, Obelo wäre dieser Roboter gewesen. Das wäre halt auch lustig gewesen irgendwie. Ich guck mal, ob hier irgendwo noch ein Wächter liegt. Ansonsten weiß ich ja, wo noch welche sind. Andererseits will ich ja jetzt auch zum Labyrinth, ne? Gehen wir jetzt auch mal hin. Vielleicht finde ich noch einen Wächter. Ein paar Steinchen, die wir kaputt hauen können. Auch nicht verkehrt. Alter, wie viele antike Waffen ich jetzt bekommen werde. Aber die gehen halt schnell kaputt, ne? Ich weiß halt noch nicht, ob das beim Bogen zutrifft. Dass wir jetzt antike Pfeile kaufen können im Grunde, ist gut, aber da muss ich halt hardcore für grinden, ne? Hey, das sind nicht mal doofe Steine. Was dampft da so? Das ist so ein Lager von denen, ne? Das dampft so, ja. Da ist ein riesen Labyrinth, das ist voll creepy eigentlich. Hi. Muss ich da hinten mal rüber? Das ist bestimmt eine Prüfung. Das sieht so brachial aus, das Ding. Das ist krass. Oh, der Wind. Hä? Soll ich da nicht hingleiten oder was ist hier los? Der Wind hat mich so weggedrückt davon. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Oh, mein Hammer zerbricht gleich, aber ich weiß ja, wo ich neue bekomme. Da sind Wächter drin. Aber der Wind ist voll gegen uns. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Jetzt hat er aufgehört. Reicht das? Schaffe ich das? Ja! Der Wind ist voll gegen uns. Das wird nie reichen. Nee, das werde ich nicht schaffen. Alter. Oder reicht das gerade so? Ja, you don't say. Oh, das... Nee. Wenn ich Ausdauer futtern könnte... Irland. Das reicht. Aber man muss richtig viel Ausdauer haben. Oh, das reicht gerade so, Leute. Wer auf dieser Insel weit bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ich hätte eine Map vorher. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Ich hätte vorher die Map fotografieren sollen. Prüfung auf einer einsamen Insel. Da hinten ist ein Wächter. Ach du Scheiße. Oh nein. Das reicht nicht mal. Das reicht nicht mal. Oh mein Gott. Danach habe ich, glaube ich, auf jeden Fall genug Stuff. Was ich auf jeden Fall ausmache, ist mal eben den Chica-Sensor. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich glaube, die Dinger fliegen da oben nur... damit man nicht da hochklettert.
Aber ich könnte die doch zerstören. Laufen noch mehr Gegner rum. Warte mal. Hier lang, hier lang. Ich gehe gerade echt nach Map. Ist halt nett, dass man eine Map hat hier drin. Ich hoffe, dass ich den richtigen Weg gehe. Ich bin jetzt einfach den ersten gegangen, der relativ weit kommt. Ich wundere, dass hier drin keine Gegner sind. Aber ich wette, hier stehen irgendwo noch Kisten drin rum. Da ist ein Gegner. So habe ich den ersten besiegt. Der hat mich einfach nicht anvisiert und ich konnte ihn von hinten schlagen. Jetzt nicht mit der Waffe hier. Aber ungefähr so sah das beim ersten, den ich alleine gemacht habe, den ihr nie gesehen habt, auch aus. Ich denke mal, ich gehe richtig, weil hier Gegner sind. Ich guck mal dahin, ob da eine Kiste steht. Nein, okay. Das ist halt gut, dass ich das Reckengewand wieder anhab, ne? Hier rechts, dann links. Dann hier lang. Okay, es ist ein langer Weg. Aber wir kriegen auf jeden Fall richtig viele antike Materialien hier durch den Dungeon. Warum sind die so einsam? Sind das Fledermäuse? Ja, wasserdicht ist das Labyrinth nicht, weil es oben offen ist. So. Dann hier lang. Are you fucking kidding me? Das wird eine Sackgasse. Oh, nö. Ich bin scheiße gelaufen. Kacke. Oh, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Ist das auf der Map zu? Ja. Oder? Ja. Das ist gemein. Aha, dachte ich mir schon. Weil ich dachte so, hä, da ist so eine dünne Wand. Noch ein antiker Kern, sehr gut. Aber das wird doch nicht alles nur für einen antiken Kern gewesen sein. Oh, bitte nicht. Ah, das Licht. Ah, eine Leiter. Wir haben es geschafft anscheinend. Höher. Ich habe ja Feuerschwerter. Kannst du brennen, bitte? Ach. Warte mal, ich habe doch den Dings hier. Den da. Au. Damit geht's nicht. Auch nicht. Okay. Ich hab den gerade getroffen und es hat ein Dings gemacht. Ein Geräusch. Hm. Wenn ich die Waffe nochmal aus Feuerschwert. Ich krieg hier. Warte mal. Hier regnet es sich rein. Hier kriege ich ein Feuer hin. Lass los.
Kletter nicht die Wand hoch, bist du wahnsinnig. Hinterher werde ich hier noch bestraft dafür. Ich war auch noch nicht bei den Gerudos, da müssen wir auch noch mal hin. So. So, ist hier hinten noch was? Ledermäuse. Was ist denn da oben? Ist das ein Shortcut oder ist das der richtige Weg? Was? Alles klar. Tschüss, Hammer, du bist eh bald kaputt. So. Alter, was? Alles mit Feuer hier zu Gange gerade. Lass los. So. Alles so gute Waffen. Ich will die alle gar nicht benutzen. Ah, natürlich haust du ab, bevor ich dich angreifen kann. So. Weiß ja nicht, was ihr hier drin wollt. Ich meine, es ist schön chillig hier drin, ne? So schön eure Ruhe. Hallo, Schrein. Na, wo ein Schrein? Was liegt denn hier? Eine Fackel. Warum liegt denn da eine Fackel? So. Prüfung auf einsamer Insel. Ach, jetzt ist das Ding offen. Als ob ich hier normal runtergehen würde. Weißt du, pass auf, dann machen wir den Schrein auch noch. Das müsste ein Belohnungsschrein sein. Einfach wieder aus Prinzip, weil der Weg dahin so scheiße war. Also, der war nicht scheiße an sich, der war lang. An sich fand ich die Idee cool. Vor allem, weil das Labyrinth ja... Eigentlich wollte ich schon fast umdrehen, weil ich ja die Wand gesehen habe. Aber zum Glück bin ich weitergegangen. Und hatte Glück. Bitte nicht noch eine gute Waffe. Ich habe momentan so viele gute Waffen mit. What the fuck? Wie gut ist das denn? Angriff ab. Geil. Okay. Kriegen hier voll den krassen Scheiß. Die Isolierhose. Ich weiß gar nicht, ob es das ganze Set sind. Da muss ich ja jeden Schrein schaffen halt, ne? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Vor allem kriege ich jetzt zig Feuerschwerter und mein nächstes Ziel sind einfach die Goronen. Wo einfach alles aus Feuer ist und keins der Monster irgendwie Feuerempfindlichkeiten hat. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich sag es euch. Ich wünsche, ich hätte noch mehr Waffenhalter zu Hause. Ich hätte schon Bock, euch zu vernichten. Oh, okay. Ist das denn scheiß Ernst? Ja, ein bisschen Panik. Oh, beide erwischt. Nice.
Ah, eine Kiste gibt's ja auch. Was? Was kriege ich denn hier alles? Oh, fuck you. Oh, scheiße, der lebt auch. Und der läuft. Jetzt hat er ein Problem, Leute. Er zuckt. Oh nein. Jetzt habe ich ein Problem. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Ich kann jetzt nicht warten, bis Robosas Zorn aktiviert ist. Ich habe doch keine Pfeile mehr, oder? Antike Pfeile habe ich nicht mehr. Nein. Wo ist der Aufwind da hinten? Nur noch ein Schild ist das Problem. Ich war gar nicht da. Okay, oh mein Gott, er hat mich echt nicht gesehen. Ich glaube, ich werde gleich Emma Mifas Sache hier missbrauchen müssen. Na gut, los. Bei dir muss ich einfach nur hinter den Titan kommen. Okay. Der andere hat mich auch gesehen. Weg hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätte gar nicht so rausgewusst, fällt mir gerade ein. Ich hätte mich einfach rausteleportieren können, aber so hat es deutlich mehr Bock gemacht. So. Hui. Das war crazy. Ja. Boah. Ein bisschen fertig gemacht. Quer von Ranel. Oh, so viele Schreine machen. Ich habe einen Schrein noch nicht gemacht, wo mir erzählt wurde, dass ich den mal machen sollte. Aber ich weiß nicht, welcher es ist. Okay. Achso, apropos. Es gibt neben dem Liebesteich auch diesen Teich hier. Den Herzbrecherteich. Das ist nämlich ein Verarscheteich. Ich habe erst den gefunden. Und dann habe ich auf der Map gesehen. Ach, hier ist ein ganzes Herz. Und dann so findet man den Liebesteich. Boah, Leute, was machen wir denn jetzt erstmal? Hier unten ist auch noch was. Wo ich mal rein müsste. Du hast den Turm schon. Ist da noch ein Zeichen hier? Nein, okay. Wir könnten weiter Türme aufdecken. Es ist ja nur noch ein Turm, ne? Den ich aufdecken. Ja, ein Turm noch. Den ich aufdecken müsste. Könnte ich eigentlich mal hin und machen beim nächsten Part. Dann haben wir die ganze Map. Oh, war das eine Flucht gerade. Auf jeden Fall könnte man da unten, wenn ich noch genug Pfeile hätte. Und Obosas Zorn aufgeladen. Es war Glück, dass ich mit einem Obosas Zorn beide erwischt habe, sonst wäre ich da, glaube ich, ganz, ganz schlecht rausgekommen. Boah, war das gerade spannend. Alter. Ich wollte mich nicht einfach doof rausteleportieren. Ich wollte es einfach mal versuchen. Ich wollte zeigen, dass es geht. Ja, eigentlich habe ich in dem Moment vergessen, dass ich mich rausteleportieren kann. Ist manchmal auch ganz gesund. Dann lernt man mal zu flüchten. Oh mein Gott, war das knapp. Ah, ich friere hier. Aber hat sich ja gelohnt. Wir haben ein Diamantstirnband. Das hat eine Verteidigung von... nicht viel. Aber crazy. Ich ziehe mal hier die Orni-Kleidung an. So. Wir müssen Richtung... wo ist denn der letzte Router? Achso, wenn man zu Warmedo geht, dann kommt eine Meldung, dass er... warte, ich zeig's euch. Der Titan hat die Verjährung Ganon in Schloss Hyrule ins Visier genommen. Es ist zu gefährlich, sich ihm zu nähern. Und dann wird man ein Stück zurückgesetzt. Total dumm. Als ob ich nicht auf seinen Fuß klettern dürfte. So, weißt du? Da ist der letzte Turm.
Ja, und da gehen wir im nächsten Part hin. Bis zum nächsten Mal zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao, ciao.